einem neuen Video. Ja, ich war für eine Stunde reiten, also um halb sechs war ich beim Reiten. Ja, ich habe heute mal ein anderes Stativ, wie ihr seht. Man sieht mal wieder mein Zimmer. Mein Gott, geil. Ja, ich habe hier gerade eine Schere in der Hand und ihr wisst wahrscheinlich, worum es geht. Und ja, ich will einfach da alt. Okay, Lea fällt mal wieder voll. Ja, es wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig, weil ich habe jetzt gerade 3 Meter von mir weg, weil sonst könnt ihr mich nicht sehen und das Paket könnt ihr gerade nicht sehen. Und ihr habt es ja eh schon im Titel gelesen. Und ja, ich hatte halt, wie gesagt, Reiten und es war sehr schön schon, aber das Pferd hat halt nicht so gut gemacht wie ich es will. Und ja, nochmal Entschuldigung für meine Frisur. Ich habe es so gerade gemacht, wie es geht. Auf jeden Fall, wir kommen zum Paket und ich würde auch sagen, wir legen jetzt einfach mit dem Video los, bevor ich hier noch wieder 3 Jahre plaber. Auf jeden Fall habe ich ein Lesdau-Paket bestellt. Ja, man sieht hier schön meine E-Mail-Adresse. Ja, von Lesdau halt hier. Wo halt. Ja, da erstmal ist schon hier. Braucht niemand. Okay, das liegt da erstmal. Rechnung. Ich muss auch nicht aufhören, aber egal. Okay, gut. Wir fangen mit der ersten Sache an. Das ist einmal so ein Kamm. Den wollte ich mir schon immer holen. Weil, so, wenn ja, wie ihr vielleicht gesehen habt, hat halt noch keinen Kamm. Und deshalb habe ich mir einen Kamm geholt. Und der ist, hat, keine Ahnung. Der hat, glaube ich, 2 Euro oder so gekostet. Sieht halt so aus und wir machen mal den auf, wenn ich die Schere bereit hätte. Die Schere ist bei mir immer ein bisschen weit weg. Immer im Holz, sage ich jetzt einfach mal. Gut, dieser Blick war jetzt sehr toll. Ja, der hat ja 2 Euro und ist halt von der Sau. Und ja, ich glaube, es hat gerade geleckt, keine Ahnung. Entschuldigung, sehr geleckt. Ja, halt dieser Kram. Wir beginnen mit der zweiten Sache. Denn das ist einmal so ein Schlüsselanhänger. Warum haben die so eine große Tüte? Hallo? Das ist Plastikverschwendung. Man könnte es auch in so ein Paket. Und da steht halt, das ist eigentlich für Isländer. Aber ja, mein. Das ist halt zum Dranhängen. Ich mach's mal kurz auch auf. Ernsthaft, Lesdau? Leute, ich muss das noch da hinzufügen. Na toll, das wird ja witzig werden. Das mache ich dann erstmal danach. Und ich finde es mega knuffig halt einfach. Das hänge ich wahrscheinlich an Fennys Halfter. Und wir kommen dann zu der dritten Sache. Ja, dritte Sache. Denn die ist ein bisschen größer. Das ist ein Strick. Und der ist in Naturfarbe, Leute. Ich habe... Entschuldigung! Wir lernen jetzt mal. Ich wollte mir nochmal einen Strick holen und übrigens hat das hier 3 Euro gekostet und Entschuldigung für die Hintergrundgeräusche. Und der hat... So Leute, ich habe mal kurz die Tür hinten zugemacht, weil ja, sonst kriegt ihr alles hier mit und ich wollte es nicht euch mal Lärm zeigen, weil meine Mutter gerade mit meiner Oma telefoniert und ja. Ich habe mir jetzt einen Naturstrick gekauft, weil ja, Sophrina ist ja jetzt seit... letzte Woche Samstag verkauft. Nee, vor 2 Wochen, sage ich jetzt einfach mal. Ist es halt verkauft und ja, da habe ich all den blauen Strick dazu gegeben. Und den Strick habe ich mir dann also noch so einfach so einen Strick bestellt, weil ich brauche halt einen Strick, zum Beispiel, wenn ich jetzt Bodenarbeit mache mit den Personen oder Rangier halt. Und der ist übrigens 2 Meter lang. Perfekt. Hat's immer. Und das ist ebenfalls von Lesdau. Und ich finde den eigentlich richtig geil. Der ist jetzt nicht in meiner Lieblingsfarbe, aber als Reitstrick und anderes geht das eigentlich. So, ich habe jetzt den Strick mal ausgebreitet. Ja, der ist mega geil. Der ist auch übrigens 2 Meter lang. Also ich kann mit meinem Holzpferd richtig arbeiten. Und der ist auch richtig biegsam. Also gut. Also ich finde den eigentlich richtig gut. Der hat so einen Karabinerhaken. Keine Ahnung, wie der heißt gerade. Auf jeden Fall gehen wir jetzt mal zu der fünften Sache.
Bananen einmal, was ich mir bestellt habe, sind Bandagen. Rote Bandagen. Ich liebe die. Weil ich brauche einfach nur mal Bandagen und ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen. Es sind jetzt 4 Stück dran, was auch geil ist. Ich dachte, es wären jetzt nur 2. Okay, nein. So, Entschuldigung, Leute. Ja, auf jeden Fall, so sehen sie halt aus. Und ich packe mal ein paar aus. Warte, nur als Wunderung, warum ich mir keine Gamaschen bestelle. Weil erstens, ich finde es halt, weil es halt, nächste gibt es schon Bandagen, aber, Gamaschen, aber ich würde halt einfach Bandagen lieber, weil ich halt auch mehr mit Bandagen zu tun habe als mit Gamaschen. Das stimmt, aber auch im Reitverein habe ich mehr mit Bandagen zu tun als mit Gamaschen. Und deshalb wollte ich mir auch nochmal Bandagen verlegen, um die sehen. Ich packe jetzt gerade mal eins aus. Oh, das ist voll geil. So sehen sie aus. Ich habe wieder schönes Einzelstellchen. Ich liebe die. Leute, ihr wisst nicht, wie ich die liebe. Und ich finde die mega geil, die Farbe halt einfach, weil das einfach zu meinen beiden Holzfetten passt. Fanny und Socorro. Und die sind von dieser Marke hier. Kannst du wahrscheinlich rückwärts lesen. Und halt eh von Lestau. Und übrigens, die Bandagen haben im Viererpack 9 Euro. Was gekostet. Da musste ich jetzt mal gucken auf dem Seite. So, dann kommen wir zu der vorletzten Sache, die ich bestellt habe. Nämlich, ihr könnt es wahrscheinlich erraten, die passende Farbe zu der. Jetzt war ein bisschen weiter weg. Zu der. Ich hab. Zu den Bandagen. Halt, ich wollte einfach mal einen Sam-Look, weil ich hatte es halt noch nie. So beim Pferd und ja, ich. Oh Leute, die ist so schön geil einfach und die ist in Vielseitigkeit und ich finde die alt einfach geil, weil ich habe die eine in Dressur und die werde ich wahrscheinlich für beide zu Kocher und zu Fenja nehmen und ich finde die halt einfach geil und das Rot sticht richtig raus und ich finde die Farbe einfach halt auch geil und die ist halt in Ponygröße, Vielseitigkeit und ja, ich finde die halt einfach geil und diese zwei. Und das brauche ich halt auch, weil ich habe einen richtigen Sattel und ich finde die mega geil halt einfach. Das ist mein Idol, diese Schubtracke halt einfach mit dem Bandagen dazu. Und Leute, ich finde, dass das halt zusammenpasst. Und ja, wir kommen dann zu der letzten Sache schon. Was ich auch schon seit Jahren warte, seit ich Fenja habe, nämlich eine Putztasche. Ich weiß nicht gerade, wie die aussieht. Ich habe noch nie eine Putztasche benutzt, als schon im Reitverein. Ja, Leute, im Reitverein schon, aber ich finde die so geil. Und, oha, Leute, die ist auch sehr groß. Und die ist von, weiß ich nicht. Und Leute, ich finde das so geil, die Tasche einfach. Ich gehe mal ein bisschen weiter groß, ihr könnt die auch sehen. Ja, ich finde die halt richtig geil, weil ich habe da sowas und viel Stauplatz für die Tasche. Und hier an den Nebenseiten habe ich ja auch noch Taschen. Das sieht man ja auch hier. Oh Gott. Ja, hier. Und halt hier noch eine Tasche. Finde ich richtig geil. Weil da kann ich halt auch Sachen reintun. Zum Beispiel, keine Ahnung, alles, was halt zum Fett gehört. Und ich finde das richtig, richtig geil. Auch wenn ich in Putztasche, Putzboxen mehr bin. Aber ja, ich kann die halt auch so nehmen. Und ich finde die halt richtig geil. Und die gehört Fenja, die Tasche. Weil ich finde einfach, dass Fenja die Tasche erstmal hat. Weil sie hat auch ein bisschen mehr Sach und ja, dann werde ich halt auch mal andere Sachen mal tun. Und die hat jetzt um den Dreh 13 Euro und irgendwas gekostet. Und ja, ich finde die richtig geil einfach. Und ja, jetzt zeige ich euch noch die zwei Sachen, also die zwei Sachen auf Socorro und auf Fenja. Und wir gehen einfach zu denen. Und übrigens, ich bin die 2 Tage nicht mehr geritten. Über jetzt 2 Tage, weil ja, ich hatte halt heute richtig Reiten. So, hier ist die kleine Maus. So, ich habe sie jetzt aufgemanagiert und halt die Schabracke mal drauf gemacht. Ich finde, das strahlt sowas von schön. Die Schabracke und schön für das innere Haus. Wenn nicht beachten jetzt mal. Und ich finde die halt mega geil. Und da steht die einfach. Und dann habe ich halt jetzt einfach mal den Strick hier drin gemacht. Keine Ahnung warum. Und das ist nicht das Teil. Hat ja das sehe ich schon länger. Und die Bandagen sind mega schön. Hier sind ja die anderen noch, aber ja, ich mache es halt vorne, aber beim echten Fett muss ich es auch hinten machen. Und ja, ich muss die ganze Zeit mal umdrehen, weil ich halt nicht erstmal, weil wir halt die Takt
Tick anders da rumhaben. Also halt von hier halt, rumwickeln und rumwickeln. Und das dann halt irgendwie dann wieder zusammen ist und wieder auseinander ist. Und ja, das werde ich jetzt bei allen machen, aber keine Ahnung wann. Auf jeden Fall bedanke ich mich jetzt erstmal für den, danke mich erstmal, dass ihr zugeguckt habt. Und ja, ich würde mich schon mal einen Daumen rum da freuen. Und natürlich könnt ihr auch mal kostenlos meinen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, dass ihr kein Video mehr verpasst. Und ja, wenn ihr ein Firma mit Sabrina oder Fenia oder Sokora haben wollt, dann schreibt es unten in die Kommentare oder immer ein vorletztes Video. Und ja, ich würde einfach sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.